Hallo Leute, da sind wir wieder bei Pokémon Omikron. Nein, sind wir nicht, sondern wir sind bei Magica 2. Ich weiß nicht, wieso du das in jedem Projekt sagen musst, dass wir Pokémon Omikron spielen würden. Ja, ich weiß es nicht, es ist halt immer so drin. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind wir bei Magica 2, genau. Richtig, und dieses Mal ohne den guten Turbix, weil der Turbix weg musste und wir deswegen... Der kommt vielleicht nochmal wieder. Einfach dieses Buch gelesen. Ein weiteres Tagebuchfragment liegt auf dem Boden. Wir fanden in den Tiefen der Höhlen eine Truhe. Wir fürchten uns vor dem Inhalt. In diesen alten Höhlen gibt es schon lange die übelsten Bestien und die finsteren Relikte. Langer, unleserlicher Abschnitt. Tag 6, wir haben Hungerstand, glaube ich. Okay. Und daneben die Kiste mit der neuen Waffe. Genau, und die neue Waffe war ja dieses schicke Fleischstück. Moment, wie Tag konnte 6, ich... Wir sind so hungrig. Achso, so oder so. Wie habe ich dich gerade getroffen? Ich stand hier hinten... Habe dich geschlagen und du hast kurz gebrannt. Wie kann das gehen? Weiß nicht. Macht deine Waffe Feuerschaden? Ja, aber ich war viel zu weit weg. Keine Ahnung, gehen wir weiter. Ja, auf jeden Fall zwei Sachen. Erstmal wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so chaotisch laufen. Aber weil das Chaotische ja witzig ist, haben wir uns schon mal ausgedacht, dass wir dieses Chaos nochmal reinbringen. Und höchstwahrscheinlich wird es noch ein Special 4x4 geben. Also kein 4x4 Special, sondern einfach nur ein 4-Spieler Special. Wir wissen noch nicht genau wann, wie, was, wo. Aber grundsätzlich wird sowas höchstwahrscheinlich mal kommen. Ja, kann ich mir ja sagen. Weil es geht ja bis 8 vor Player. Genau, und ich bin tot. Ich lebe wieder. Das hilft nicht, solange das Schild noch steht. Ja, das finde ich ganz schlimm mit dem Eisschild. Eigentlich du, genau. Wo ist denn der Typ? So. So, also ihr merkt schon, dieses Spiel wurde mehr als genervt. Es ist überhaupt nicht mehr so... Nichts. Es gibt bisher nichts, was so über ist wie im ersten Teil. Ja, im ersten Teil waren die einfachen Zauber schon ziemlich, ziemlich stark. Naja, und vor allen Dingen gab es halt einige gute Kombinationen, die jetzt nicht mehr gehen. Das hört sich nicht gut an. Ich meine, allein QFA geht ja nicht mehr als Kombination. Irgendwas ist hier. Würde ich mal spontan sagen. Ach so, ist klar, was wir machen sollen. Was wir machen sollen, ist klar. Was wir aber erstmal versuchen, ist, ob wir... Ist irgendwas. Oh nein, nicht schon wieder der. Oh nein. Okay, das war keine gute Idee. Könntest du mich wiederbeleben? Böse Gefühl. Das ist jetzt gleich wieder so eine große Krabbe kommt. Ich mach rundum Zauber. Geh weg. Was? Wie war eigentlich rundum Zauber hier? Shift und mittleren, ne? Shift mittlere Maustaste. Okay, du müsstest mich beleben. Warum töten die mich eigentlich ständig? Weiß nicht, hast du vielleicht eine Wasserschwäche? Müssen wir die überhaupt töten oder müssen wir einfach das Wasserrad zum Laufen bringen? Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Das war schlau. Ich weiß nicht, wie du das immer schaffst zu überleben. Mach mir ein Steinschild. Ach, du hast ein ganz schweres Steinschild. Wo kommen denn die alle her? Also ich werde jetzt trotzdem einfach mal versuchen... Trotzdem mal viel zu viel Schaden. Warum auch immer. Hier bitte aufhören. Oh ja, ein schweres Steinschild ist wirklich ziemlich gut gegen die. Ach, verdammt. Okay, diesmal hat es mich erwischt.
Ah, man muss das am Stück machen. Okay. Wahrscheinlich müssen wir den da unten dann besiegen. Ah, das hilft auch sehr gut. So, besiege den Typen da. Welchen? Alle. Kann ich aber auch mal probieren. Hä, warum hat jetzt der Steinschild nicht so gut geholfen wie gerade eben? Die machen einfach den Steinschild immer sehr schnell tot. Ja, manchmal, aber manchmal nicht. Ich glaube, wir können einfach weitergehen, oder? Aber jetzt können wir weitergehen anscheinend, ja. Warte, ich noch zwei. So. Was war? Wahrscheinlich war wirklich der Typ, der hier drüben war, musste besiegt werden. Ist das irgendwas? Nein. Warum? Also mussten wir wirklich einfach nur das aufdrehen und dann den unten besiegen. Ja. Okay. Hab ich nichts dagegen. So. Guck mal da oben. Ha? Schau mal an die Wand. Sieht seltsam vertraut aus. Ja. Das sind einfach irgendwelche Menschen. Und Krabbenviecher. Ich musste zuerst an Kyogre denken und die Wandmalerei in Alpha Saphir. Was ist das da? Ein Mensch, der irgendwas anbetet, irgendein Viech? Da kommt bestimmt gleich was raus aus der Tür. Ach was. Hast du genauso viel Angst wie ich? Oh, da, die Viecher beten die also an. Okay, das hat gut funktioniert. Nein, nicht da rein! Könnt ihr bitte aufhören, durch die Rüstung durch? Diese blauen Viecher greifen irgendwie durch die Rüstung durch an. Vier? Kann sich während des Heils durch so bewegen? Ja. Ich glaube, hier müssen wir auch wieder die Großen besiegen. Bist du wieder tot? Ja, ich bin ständig tot. Ich bin auch tot. Rette mich! Ja, hab ich. Hier stirbt man einfach ständig in diesem Spiel. Ich hab noch nicht ganz raus, was wir falsch machen. Tot? Jetzt nicht mehr. Kümmere dich um dich selbst. Hier töten. Wow. Die sind überanfällig gegen Todeszauber. Ah, und durch die grünen Dinger sollten wir nicht durchlaufen. Warum ist so ein Text? Ich kann hier nicht stehen. Wenn man lang genug in einen Abgrund starrt, findet der Abgrund die Situation irgendwann peinlich. Nein! Ich dachte, der kann durchkommen. Was? Warum bin ich gestorben? Weiß nicht. Was war da unten? Komm mal kurz da runter. Achso, gehst du erstmal da rein, genau. Es ist viel zu gefährlich, da reinzugehen. Oh, nein. Nein. So, und was war da unten, warum ich gestorben bin? Wahrscheinlich war hier noch so ein bisschen Giftding drin. Hier noch so ein Buch? Wir suchen immer noch Bücher, ne? Genau, eins brauchen wir noch. Eins noch? Ja, es stand, glaube ich, von drei oder so. Also bei den Steam-Achievements waren es von drei. Bei den Steam-Achievements gekriegt. Halt, stopp! Wer zündet eigentlich immer diese Kerzen an? Ja. Gute Frage. Gibt's dann? Nee, gibt's nur das eine. Okay. Ich hab das Buch gefunden. Ich hab Gegner gefunden. Noch ein Tagebuchfragment. Die Leute können einfach nicht auf ihren Papierkram aufpassen. Wie?
Vielleicht ist Tag 6, vielleicht ist die monolithische Architektur dieses Ortes, die uns so nervös macht. Ein Schauer jagt Nächsten. Schlafen können wir auch nicht. Der arme Randolph zeigt eine zunehmende unerklärliche Erschöpfung. Sein Betragen ist nachlässig und er macht irgendwas. Übrigens, das war jetzt 2 von 3. Das heißt, kommt auf jeden Fall noch mehr Tagebuch. Schlafen können wir auch nicht. Am Rande zeigt eine zunehmend unendliche Erschöpfung. Sein Betragen ist nachlässig und er fühlt sich kalt, also wir müssen doch irgendwas tun können. Moment, sein Betragen ist nachlässig, er fühlt sich kalt, dann ist er vielleicht tot? Das wird später wohl noch problematisch. Was? Was? So, weil die. Nach rechts oder nach oben? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, nach rechts ist falsch, also gehen wir erstmal hier lang. Oh fuck! Solange nichts anderes kommt, hau mal ein Leben rein. Natürlich kommt noch was anderes. Kommt noch was anderes. Ah, man kann sich befreien, indem man ganz schnell drückt und stirbt. Okay. Komm schon. Nein, ich hab Strom nicht mehr rausgekriegt. Das war fast eine gute Idee. Nein, 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 nein. Komm, komm. Du musst schnell links und rechts drücken, abwechselnd. Okay. Es geht da zu dir. Du kannst ihn nur an seiner Rückseite angreifen. Ah. Dann machen wir das jetzt so weiter. Teleporter, geh ich auf die andere Seite! Lagier auf die andere Seite. Was wurde das denn? Hey, was tust du? Was hast du getan? Was? Du hast ihn rückwärts in deine Richtung gezogen. Nee, der läuft dann immer erst ein Stück rückwärts, bevor er sich umdreht. Ach so. So, da er jetzt aber. Ich bin mir nicht ganz sicher, was. Warte mal. Siehst du das da hinten? Ja. Das in dem Abgrund sich bewegende. Scheiße. Bewegt sich. Scheiße. Ich habe ein wenig Angst. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist oder das andere. Ah, das andere wäre richtig. Okay. Was ist das? Ha! Aha. Ah! Hätte sie machen sollen! Leben! Marfi, leben! Alter! Rasche Eskalation? Errungenschaft freigeschaltet. Rasche Eskalation. Das ist wirklich rasch eskaliert. Was macht der Schädelstab? Alter, was war das denn? Ihr könnt nur hoffen, dass der Stab aus niemandem hergestellt wurde, den ihr kanntet. Unglaublicher Bonus zu Lebenszaubern, unglaublich schlecht für Lebenszauber. Zu Todeszaubern, Bonus, okay. Warte mal, können wir das nochmal versuchen? Ne, jetzt hat er das nicht mehr. Okay, aber das eskalierte wirklich schnell. Also die Lebenszauber heilen jetzt nicht mehr ganz so gut, weil... Ja, okay. Nicht mal. Immer ansatzweise so gut. Aber die Todeszauber... Das wird später wohl noch problematisch, dass ich weiß, was er jetzt gemeint hat. Ja. Können wir denn nicht Tod und Leben hinter zu dem Gedanken schicken? Bevor wir da hinkommen. Warte mal, war da was? Ich hab da was gesehen. Ist da was? Nee, da kommen wir nicht hin. Warte mal, wir können auf jeden Fall mal dort nach hinten Tod und Leben schicken. Ich tot, weil mein Tod ist besser. Versuch so weit wie möglich hinten zu kreuzen. Oh. Warum habe ich das blöde Gefühl, dass wir das noch vielleicht ein bisschen näher sehen werden? Alter. Meine Todeszauber sind wirklich ziemlich gut. Aber mein Tod ist natürlich auch ziemlich schlecht. Gegen diesen Todeszauber generell sehr gut. So, ich hätte gerne meinen Schädelstab wieder. So, das kennen wir schon.
Warte mal kurz, ich muss mal. Strahlzauber heben sich also auch. Verdammt! Das war mein Schädelstab. Das war der unnötigste Tod ever. Bisschen kannst schon. Kannst du den Schädelstab in der nächsten Aufnahme dazu wiederholen? Machst du das? Was? Den Schädelstab wiederholen? Wahrscheinlich. Kannst du dich eigentlich heilen ohne Probleme, wenn du Tod einsetzt? Ja. Aber ich müsste aufpassen, dass ich es nicht kreuze. Irgendwas schön für uns. Jetzt nicht mehr. Warte mal, ja, wir kreuzen mal dahinter Todesstrahlen. Dahinter Todesstrahlen kreuzen. Ich muss ein Stück weiter nach rechts gehen. Okay, dahinter auch Todesstrahlen, Moment. Nein. Nein! Nein, geh doch nicht nach runter! Geh doch nicht da runter! Okay, du tot, ich leben. Du doch nicht leben. Das hat er verdient. Kommen wir irgendwie? Nein, weil wir nur den Notfallteleport, nicht den zielgerichteten Teleport haben. Was? Was? Er hat Geronimo gesprungen und ist in den Tod gesprungen. Okay, das war ich. Oh nee, nicht schon wieder so eine Scheiße. Lebst du noch, Marfi? Lebe noch. Ich kümmere mich gerade um den einen hier. Wo bist du? Tot. Dankeschön. Das Vieh kommt bestimmt gleich zurückgerannt. Genau. Okay. Mit Todesstrahlen von beiden Seiten? Du Todesstrahl von... Jetzt du Todesstrahl. Okay, es kommt zu mir. Ich mache immer Eis und Todesstrahl jetzt. Damit es langsamer wird. Du weißt schon, dass du dich nicht in dein Dings reinstellen musst, ja? Ja, ja. Okay, es hat mich gesehen. Es hat keine Lust auf dich, merkst du? Das war der Blitz. Nicht auf mich, so, auf das Vieh. Glaubst du, will der zu mir? Gleich nicht mehr. Merkst du, wie es einfach keinen Bock auf dich hat? Nein, mein Wassertodestrahl ist ausgegangen. Was? Ich bin komplett aus dem Bild raus gewesen. Da hat's mich getötet. So, gibt's hier noch was? Warte mal. Oh, wer bist du denn? Jünger Möhrus. Den Götter sei Dank für diesen Brusttoten, Mann. Was? Oh dear, wie dear. Götter sei Dank für diesen Brusttoten, Mann. Ach, für die Brusttoten, Mann. Oh, wir kommen nicht rüber. Also, er ist auch geschützt worden. Au. Schritt nach links, nach rechts, nach links, Schritt zurück, nach vorn, zurück, drehen, 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 Rückwärtssalto. Das ist bestimmt irgendwas. What the fuck? Wir haben gerade. Brechstange! Hiermit könntet ihr Gräber schänden, wenn ihr kein so dogmatischer Leugner des Todes wärt. So darf man als Zauberer nicht denken, was? Geringer physischer Schaden, geringer Kälteschaden. Ach, du hast die schon. Ja, der fiel hier gerade runter. Willst du ihn haben? Hier, kannst du haben. Ich nehme meinen Rückenstecher mit, der macht nämlich mittleren. Das ist mein Schwert sowieso nie, ich mag 1.
weiß nicht mal, wie wir das Schwert einsetzt. So hier. Und wenn man nicht von Vardrax getötet wird. Dann hat Gott Gesundheit. Können wir eigentlich mit Leben dieses Gift wegmachen? Nee. Höchstens mit Leben rundum. Was hast du gerade gemacht? Leben und Stein? Ja, funktioniert aber nicht. Kommst du weiter? Oder? Ach nee, wir können ja die Folge jetzt hier beenden eigentlich. Genau. Ich wollte nur noch einen Stein auf dich werfen. So Leute, das, so, dann mach das. Das war's dann nämlich auch schon wieder für heute. Wir gucken noch, was dieser Typ da zu einem Flammenmeer hinter seiner hohen Säule sagt. Ah! Okay, er dachte, er wäre jung, dabei war er nur jünger. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Magica 2. Bis dahin und tschüss. Tschüss.